Leute und ganz herzlich willkommen zu Vlog 2 der One Week Without Tom. Ich fahre jetzt gleich in Stall. Ich wollte eigentlich schon um 10 Uhr da sein, jetzt schon fast 11, weil ich gestern Abend so spät ins Bett gekommen bin. Ich war erst, glaube ich, um 2 Uhr oder so, bin ich schlafen gegangen. Und dann dachte ich mir so, ja, ich brauche 8 Stunden Schlaf. Dann habe ich mich jetzt gerade noch fertig gemacht, denn ich treffe mich jetzt gleich mit einer Freundin zusammen. Wir wollten nämlich uns irgendwie Stangen aufbauen oder so. Auf jeden Fall freue ich mich heute auf den Tag. Also ich habe schon wieder total viel geplant und vor. Es gibt irgendwie nichts Geileres als Nutella-Toast. Aber ich muss zugeben, ich hasse es einfach irgendwie alleine zu essen. Ich brauche irgendwie eine Person, mit der ich dann reden kann am Morgen. Naja. Machst du sie schon fertig? Du wolltest auch schon da sein. Ja, schon vor einer Stunde. So spät schon. Ja, es ist halt schon 11, ne? Aber naja, trotzdem noch gut in der Zeit. Oh. Johanna bandagiert hier einfach so mega schön, schönste Schabracke, die es überhaupt gibt. Und ich tue jetzt diese Grünglocken an dieses Pferd dran, weil ich einfach zu faul bin, auch zu bandagieren oder so oder nach oben zu laufen und dort die anderen Glocken zu holen. Deshalb mache ich jetzt einfach diese Grünen dran. Aber dafür habe ich Bambi eingeflochten und schaut euch einfach diese Hand an. Was ist das? Das kam aus ihrer Mähne. Das ist so eklig irgendwie. Was ist das? Naja, mal sehen. Okay, sie sind wieder sauber. Es ging doch besser als gedacht. Ich führe Bambi jetzt schon mal ein bisschen warm und da hinten steht einfach ein einzelnes Pferd, Johanna. Ach, sie wärmt sich schon von alleine auf. Nicht nachmachen an dieser Stelle, aber sie kennt das einfach. Ja, ich nehme sie jetzt mit. Stopp, nicht da rein. Gott, ich dachte, sie geht durch diesen Minispalt hier. Komm, Willow. Super. Damit der Rücken gleichmäßig belastet wird, steigt Johanna jetzt mal von der anderen Seite auf. Oh, das hat super funktioniert. Das Outfit ist echt der Hammer. Und jetzt mal sehen, ob du da drauf kommst. Auf das edle Ross. Sehr gut. Schaut mal, wer jetzt noch gekommen ist. Clara und Tara und Jule und Ivy. Alle haben so ein wunderschönes Outfit an und ich habe halt einfach wirklich solche grünen Glocken für die Weide. Ja, Jule macht jetzt hier noch Musik an. Ja, wir passen auf. Weil ich auch so viel machen kann. Vom Pferd aus. Leute, passt jemand auf Ivy auf? Leute. Ivy, stopp! Los, Clara! Ey, Jule! Tara! Tara, genau. Das ist jetzt schon wieder los. Ich weiß nicht, ich dachte, ihr wisst das. An diesem Lichtschalter musst du das anmachen. Die Pferde sind wieder eingefahren. Weiter rechts. Da, wo die Helme liegen. Siehst du Helme? Noch weiter rechts. Da ist doch irgendwo so ein Lichtschalter. Machst du die ganze Anlage mit an? Jetzt hast du es gehört. Ja! Du bist so schweißnass. Ich kann auch nicht mehr. Oh, wir sind jetzt fertig. Es war echt anstrengend, aber richtig gut. Bambo läuft einfach so gut Dressur. Also sie ist so ein richtiges Dressurpony. Ich muss dafür noch ein bisschen Dressur lernen, aber sie macht das echt richtig gut. Sehr gut ausgebildet durch Lucy. Wir machen jetzt was ganz Wildes. Oh, da sind schon Leute. Egal. Los, Willow. Illegal sind wir unterwegs. Wir racken hier jetzt durch den Stall. Das ist so gruselig, weil wir so groß sind. Egal. Überlebt. Wir wurden von niemandem gesehen, aber eigentlich dürfen wir das nicht. Ups. Jetzt gehen wir noch eine gemütliche Runde raus und das Wetter ist ja auch richtig schön zum Schrittreiten, ne? Was war das denn? Schaut mal, was hier schon aufgebaut wird in unserem Gelände. Wir haben dort morgen ein Weidenfest, wo wir natürlich auch alle sein werden. Es sieht hier auf jeden Fall schon ziemlich spektakulär aus. Gehen die Ponys hier gut drüber? Man weiß es nicht. Jetzt springt sie da drüber? Nein.
Sie geht da nochmal drüber. Letztes Jahr und vorletztes Jahr ist es wegen Corona ausgefallen. Aber dieses Jahr findet es zum Glück wieder statt. Die letzten Meter laufe ich jetzt noch zurück. Nein, eigentlich nur aus dem Grund, weil ich dieses Handy einfach gerade fallen lassen habe. Ich hatte so Glück, dass Willow da nicht draufgetreten ist. Und dann gefühlt halb auf die Straße. Also wenn Tom das schon wieder sehen würde, er würde mich wahrscheinlich umbringen. Und das Handy zum Glück noch heile, Gott sei Dank. Jetzt stopfe ich noch Bambis Heunetze. Sie hat hier so richtig schön pinke Netze. Fertig. Bambis Box habe ich jetzt wieder frisch gemacht. Heusack habe ich auch reingehängt. Jetzt mache ich noch schnell die Mähne auf. Johanna stellt jetzt noch die Pferde raus. Vielen Dank dafür. Madeleine ist gerade gekommen. Sie will, glaube ich, nicht mit aufs Video. Nein, wir werden nämlich jetzt mit der Kutsche fahren. Madeleine hat sich jetzt auch mal vor die Kamera getraut. Endlich, endlich. Wir werden jetzt erstmal Valentino vom Paddock holen. Der steht da an der Heuraufe und scheuert sich mal wieder. Sehr schön. Mops! Mops! Ja, er kommt! Oh, wie süß! Paul steht hier vorne. Hallo! Und Mopsi kommt. Hallo! Ich hole jetzt mal schnell das Putzzeug von Gollum. Ich glaube, ich habe das gestern hier in der Box vergessen. Nein, da ist es auch nicht. Wo kann das denn jetzt sein? Ach, ich habe es doch an der Box vergessen, also vor der Box. Zumindest hier. Ich dachte schon, auf dem Paddock hätte ich das vergessen gestern, weil da hatte ich ja die Pferde geputzt. Gott sei Dank nicht. Wenn es dann doch mal regnet in der Nacht und ich den Kasten dann offen stehen gelassen habe, dann wäre das vielleicht nicht so vorteilhaft. Okay, was ist hier schon wieder los? Er ist schon total motiviert. Nicht heute. Er schläft fast ein. Aber bestimmt wird es gleich besser. Wenn es dann losgeht endlich. So entspannt mit dieser Musik vor diesem Quietschgeräusch. Leute, was ist das? Irgendwas quietscht hier auf jeden Fall. Madeleine und ich haben uns überlegt, wir machen jetzt einen Chor auf der Kutsche mit 36 Grad. 36 Grad und es wird so noch heiß. Mach den Beat, nee, bitte leiser. 36 Grad. Das Leben kommt mir ganz schön hart vor. Wir müssen noch ein bisschen textsicherer werden. Hier drehen wir jetzt gleich noch um mit Valentino. Der ist auch schon ganz happy. Oh, der macht das so gut. Dann drehe ich jetzt hier einmal. Weil der Weg hier gleich einfach zu schmal wird, da reiten wir auch immer lang, aber mit der Kutsche passe ich da jetzt nicht durch und an der Straße möchte ich jetzt irgendwie nicht langfahren. Also drehen wir hier einfach. Super. Er kennt einfach schon seinen Auftrag. Wenn ihr jetzt Madeleine sehen würdet, wie sie hier so aus der Kutsche gefühlt hängt. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du das zweite YouTube-Video von mir einfach mal aufgenommen hast? Ja. Weißt du das noch? Das war dieses 10 Fakten über Gollum. Da habe ich auch letztens dran gedacht. Das hast du einfach aufgenommen. Und das ist, wie lange ist das bitte her? Gefühlt 4 Jahre oder so? Ja, 5. 5 Jahre. 6. Wir kennen uns halt auch schon ewig. Hatten wir nicht irgendwie Kindertouren früher zusammen oder so? Ja. Voltigieren. Voltigieren, stimmt. Und du hast da die ganze Zeit im Hintergrund gelacht in diesem Video. Das konnte man auch einfach nicht ernst nehmen. Also schaut euch das Guckt bitte euch nicht an. Es ist wirklich richtig schlimm geworden. Ich habe so komisch. Nee, 20 Fakten, glaube ich, über Gollum waren das. Und dann konnte ich nicht richtig zählen. Und dann habe ich das am Ende geschnitten. Und dann habe ich so Fakt 11. Und dann so Fakt 15. Ist das und das? Und ey, dann so, hä? Ich habe echt so gefilmt. Ja. Jetzt noch mal seinen neuen Trick. Er kann ihn leider noch gar nicht, aber es ist das Beine kreuzen, Madeleine. Und zwar geht das so. Ja. Gut. Gut. Nein. Sieht auch schön aus. Gut. Yummy. Ich habe überall sowas. Jetzt mache ich noch bei den Ponys eben Heu drauf und dann gehen Madeleine und ich Eis essen. Richtig cool. Hallo? Oh Gott, er rammt einfach. Paul. Gut. Dieses Heu auf dem Schwein, oh, hat er sich da gerade so hingeworfen. Er tanzt. Wir lernen auch gerade einen neuen Trick, und zwar das Flehen. Wir haben gerade gestern damit angefangen.
Ja, das sieht man gar nicht. Mach. Klappt doch gut. Klappt gar nicht. Hier sind Hennes. Mach die Lippe hoch. Er macht es nicht. Ja, ich habe die immer so ein bisschen hoch gemacht, genau. Kann dein Pferd flehen? Ein bisschen, ja. Wir haben uns jetzt lecker Eis geholt, nur ich bin jetzt schon wieder ein bisschen im Stress, weil Tasse jetzt gleich schon auf mich wartet. Das Eis schmeckt richtig gut. Ich habe eine Kugel Snickers mit Streuseln. Die Streusel sind sogar gratis bei einem Eis, was 1,20 Euro kostet. Und Madeleine, was hast du dir geholt? Himbeer-Vanille-Baiser. Himbeer-Vanille-Baiser. Auch ziemlich geil. Alle Autos überholen. Ich fahre so langsam, fahre. Nein, Leute, ich fahre hier normales Tempo. Alle übertreiben hier. Du fährst 60, hier darf man nicht fahren. Oh. Nee, ich fahre 70, aber es ist halt echt ein bisschen. Ja, aber langsam. Es gibt auch eine richtige Geschwindigkeit. Hallo, man darf hier 70 fahren. Jetzt erst. Bitte das Schild. Jetzt erst kommt nein. Die 70. Davor war. Nein, davor man darf war. Nicht. Davor verumrennt, ihr habt doch auch einen Führerschein. Jetzt ist aber auch wenigstens keiner mehr hinter mir, der mich stressen kann. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu dem Haus von meinem Opa, denn da steht gerade der Pferdeanhänger, den wir jetzt abholen werden, weil wir am Donnerstag ja wieder Springtraining haben und wir werden 10 Stunden unterwegs sein. Aber egal, Roadtrip. Wir sind gerade dabei, meinen Geburtstag so ein bisschen zu planen, denn ich möchte hier feiern bei meinem Opa auf dem Grundstück. Der hat nämlich hier so eine riesen Wiese, wie man sehen kann. Wir überlegen gerade, wo man alles hinstellen könnte, weil ich möchte richtig Bierwagen und so. Oma meinte gerade auch schon, ein Zelt muss sein. Ja, muss doch, oder? Ja. Ich meinte halt, dass es eh warmes Wetter ist, aber falls es dann doch regnet oder so. Ich habe ja schon in 3 Wochen Geburtstag, ne? Wir müssen uns ein bisschen sputen mit der Planung, aber vielleicht hilft mir die liebe Oma ja. Ja, muss ich ja, ne? Ja, geht nicht anders. Der Traum eines jeden Reiters, ein komplett nice abgemähtes Feld, da würde ich am liebsten drauf gehen direkt. Leider haben wir bei uns am Hof noch keine abgemähten Felder. Wir waren ja gestern auf dem Stoppelfeld, also nicht richtig Stoppelfeld, sondern auf diesem Weg. Der war auch schon cool, aber so ein Stoppelfeld ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wir sind wieder auf dem Weg, fahren jetzt erstmal zu Burger King, weil wir so Hunger haben. Was nimmst du, Tasia? Ich nehme einmal diese Chili Cheese Pommes. Ich hätte gerne einmal den Veggie King. Im Menü oder einzelne? Im Menü. Getränk? Sprite. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Außerdem? Chili Cheese Nuggets. 6er. Das war's. 11,8 zum zweiten Fenster. Danke. Ich habe so einen Veggie Burger. Die sind richtig gut bei Burger. Wow. Es wird orange. Shoutout an Burger King an dieser Stelle. Ich muss sagen, die Veggie Burger sind echt der Hammer. Ansonsten würde ich echt kein Fleisch mehr bei Burger King oder McDonald's essen. Macht das nicht. Leute, das können wir nicht unterstützen. Aber die Veggie-Burger, die unterstütze ich auf jeden Fall. Wir haben gerade gesehen, dass dieser Burger King-Mitarbeiter uns einfach noch ein kleines Geschenk überreicht hat. Da haben wir uns richtig gefreut, wow. Von Aras. Die Freude war richtig groß. Ja. Die Freude war unglaublich. Spaß. Nein, aber die waren wirklich witzig eigentlich. Ja. Aber naja, das ist schon wieder ein bisschen komisch. Das ist mal wieder Matsch. Wir sind jetzt bei Tassias Stall angekommen, wo sozusagen ihre Reitbeteiligung steht. Tassia hat ja ein eigenes Pferd noch, aber sie hat noch ein Pferd, was sie halt auch noch so zwischendurch mal reitet. Wenn die Besitzerin keine Zeit hat, würde ich das mal nennen, aber schon regelmäßig jede Woche, wie eine Reitbeteiligung sozusagen. Das ist der süße Nando. Hier war ich auch schon einmal mit, aber heute dann das zweite Mal. Heute darf ich mich sogar mal auf ihn drauf schwingen. Da bin ich mal sehr gespannt. Er ist so süß. Hi, Mami. Hallo. Nando ist jetzt ready und ich habe mich hier in Tassias Klamotten geschmissen. Also nicht ihre Klamotten, sondern einfach nur ihr Helm und ihre Stiefel. Und Leute, die Stiefel sind ein bisschen groß und ein bisschen lang. Aber ich denke, für heute wird es einmal gehen. Ich werde ja auch nicht so lange rein, ne? Das ist halt so süß. Du hast irgendwie Dreck im Gesicht, Tassia. Dreh dich mal nach da. Siehst du das? Spaß gemacht, den süßen Kerl zu reiten. Der macht richtig, richtig Bock. Ist auch echt gut an den Hilfen. Also, wenn man eine Galopphilfe gibt, dann galoppiert er direkt an.
mega, hat richtig Bock gemacht und jetzt reitet Tasse eh nochmal weiter. Wir sind jetzt fertig mit Nando und es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Er ist einfach so ein Süßer. Er muss sich halt erstmal wälzen. Oh, die dicke Kugel. Oh, er kommt nicht rum. Endlich zu Hause angekommen nach diesem mega langen Tag. Aber es war so ein schöner Tag und sehr erfolgreich. Wir haben viele Pferde geschafft und wirklich viel Spaß gehabt. Es ist jetzt mittlerweile auch einfach schon 23.20 Uhr. Also ich bin schon ein Weilchen hier, habe gerade auch noch mit Tom gefacetimed. Dem geht's super. Bei dem ist ja gerade 16 Uhr, der ist ja jetzt in Mexiko. Ihr glaubt's nicht, hier sind meine Akkus angekommen und jetzt kommt so eine süße Aktion von Tom. Und zwar weiß er, dass mein Spiegel kaputt gegangen ist und jetzt hat er mir einfach den gleichen nochmal bestellt. Richtig süß. Er meinte, ich werde mich bestimmt richtig freuen. Ich muss es euch zeigen. Einmal kurz. Oh no, ich habe hier einfach das Licht angelassen aus Versehen. Oh, das ist nicht so gut. Immer bitte nicht auf den Schminktisch achten. Ich weiß, es ist hier einfach total unordentlich. Aber ich habe leider doch keine Zeit gehabt, hier aufzuräumen. Das ist nämlich mein alter Spiegel. Und wie man sehen kann, ja, ist der Spiegel auseinandergebrochen. Hier ist das andere Teil. Das hat Tom hier einfach genau den gleichen bestellt. So süß. Ja, war mega gefreut, Leute. Es ist einfach mega nice. Ich habe wirklich diesen Spiegel geliebt und war schon so traurig, dass der jetzt einfach kaputt gegangen ist. Und dann hat man einfach so einen tollen Freund, der einem einfach so eine Riesenfreude macht. Und weil ich jetzt irgendwie noch mega Hunger habe, habe ich mir jetzt schnell noch Melone geschnibbelt. Und werde die dann gleich snacken, wenn ich die Videos rüberlade und dann vielleicht schon anfange zu schneiden und so. Morgen ist wieder ein total voller Tag mit dem Weidenfest, wo ich mich mega drauf freue. Für mich geht es jetzt erstmal noch in die Dusche, dann noch Videos schneiden, die Melone essen und dann geht es für mich auch ins Bett. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Irgendwie macht mir das total viel Spaß zu vloggen. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß beim Anschauen und dann bis morgen. Ciao!